Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mafia 3. Wir sind jetzt gerade vor dem Boxclub oder was auch immer das darstellen soll. Beim Glücksspiel auf jeden Fall, bei dem Letztauftrag dafür. Und das werden wir jetzt auch mal durchziehen hier. Scheint ein Boxclub zu sein auf jeden Fall. Bestimmt diese Negerkämpfe, die er ja betont hat. Okay. Ja, er hat zwei Penisse, glaube ich nicht. Tommy übrigens auch nicht. Aha. Laber nicht weiter. Stirb einfach. Ich liebe es, in die Party zu platzen. Was, heiliger Jesus? Heiliger Satan, heiliger Schwarzer, sag heiliger Lincoln. Heiliger Lincoln ist da. Oh, guck mal, da ist das heilige Lincoln-Zeichen. Seht ihr das? Wie, du rufst die Verstärkung. Du rufst nachher die Verstärkung. Wieso rufst du die Verstärkung? Und sie ist da. Er hat Verstärkung gerufen. Er will das doch gar nicht. Oh, da. Was haben wir da? Eine. Oh, fuck, fuck, fuck. Schieß. Fuck. Oh. Lauf doch! Lauf! Oh, das war richtig knapp. Ich habe all meine Medizin verballert. Scheiße. Ich habe keine Munition mehr. Komm rein. Komm her. Komm her. Schlag, 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 schlag. Entdeckung. Schlag, 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 schlag. Alter, das ist knapp. Das ist richtig knapp. Da, Munition. Nimm die Waffe. Geh wieder in Deckung. Geh doch in Deckung. Puh. What the fuck? Voll den Herzinfarkt. Das war richtig knapp und wir haben es aber geschafft. So, wo sind jetzt die Wichser hier alle? Da hinten sitzt einer. Warum mussten die auch Verstärkung rufen? Was für eine Scheiße. Ja, geht mir aus dem Weg. So. So sieht das aus. Fliegende Fernseher müssen sein. Was ist bloß los mit euch allen? Ich muss da oben irgendwie gegenwerfen. Irgendwie da reintreffen. Hm? Ja. Oh, OP-Killer gewesen war das. Nein, das war zu niedrig. Das war zu niedrig. Das war zu niedrig. So, jetzt nehmen wir mal unsere Feuercocktails und werfen die nochmal ein bisschen da hoch. Ja. So, ist das richtig? Jetzt wird schon ein bisschen leerer hier, das Ganze. Haben wir uns nochmal gerettet. Da drüben ist auch irgendwie HP, da müssen wir gleich mal hin. Naja, Molotow in deinem Anzug. Die ist so ungenau, die Waffe. So eine Scheiße. Sind es dieselben Kugeln? Ja, es sind dieselben Kugeln. Kacke. Liegt noch was? Nee, da ist leer. Die ist auch leer. Komm mal rum. Lauf, 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 lauf. Rein da. Und um die Ecke. Und leben. Ja, nimm es und gib es dir rein, drück es in dich rein, los. Super, hast du das gemacht, Lincoln, ich bin so stolz auf dich. So, wo haben wir jetzt noch ein paar Gegner hier? Draußen ist noch einer. Aber ich kann ihn anscheinend, doch, ich kann ihn treffen. Beweg dich doch nicht. Hör auf, dich zu bewegen. Stirb doch einfach, dankeschön. Jetzt haben wir, ja genau, ich mach euch fertig, so sieht's aus. Nehmen wir Knarre noch mit. Nein, warum macht das? Schneller. Geh doch in Deckung. Wo haben wir jetzt noch welche? Da oben sitzen auf jeden Fall noch welche rum. Hallo? Geld. Gib mir Geld her. Ich kann es irgendwie nicht aufheben. What the fuck? Ja, ich gehe hier ganz chillig rum. Nehmen wir mal das. Den heiligen Porno mit. Den Gottesporno. Ansonsten würde es mich nicht interessieren, wenn es kein Götterspawn wäre, dann wäre es ja nur immer langweilig. Runter, runter, runter. Lauf, 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 lauf. Und Entdeckung. Entdeckung. Da oben sitzt unser Ziel auf jeden Fall. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter, ohne dass wir drauf gehen? Ja, müssen wir jetzt unser letztes Ding hier nehmen. Hier mal die komischen. Nein, die wollen wir nicht. Wir wollen die Puppen nehmen. Dann werfen wir mit den Puppen ein bisschen rum. Wird dir was bringen?
Anscheinend nicht. Ich sehe seine Hand. Opfer. Haltet ihn auf, verfluchter Scheiße! Oh, Mann. Ja, genau. Bring dir selber anstatt von deinem Krankenhaus. Er ist runter. Nein, er ist nicht runter. Jetzt ist er aber runter. Ist er jetzt runter? Ja, jetzt ist er unten. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hochkommen, ohne zu sterben. Keine Munition mehr. Ja, ja, tu mich auch keine Munition mehr. Lauf. So. Ah, jetzt brenne ich auch noch. Scheiße. Ich verstecke mich. What the fuck? Ah, von beiden Seiten auch noch hier. So eine Scheiße. Einer? Na komm. Triff ihn doch. Willst du mich verarschen jetzt oder was? Alter, willst du mich verarschen? Lauf. Schlagen, schlagen, schlagen und sterben. Oh, das war eine harte Nummer. Das war eine harte Nummer hier. Aber wir haben es geschafft. Nein, 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 wir haben es nicht geschafft. Und ich bin schon wieder am Sterben. Wo kam das her? Da. So, jetzt aber. War eine harte Nummer, aber wir haben es geschafft. Nehmen wir das nächste schöne Bildchen hier nochmal mit. Oh, doch nicht. Da ist noch einer. Jetzt aber. Jetzt haben wir es wirklich geschafft. Jetzt nehmen wir uns den Boss nochmal vor hier. Oh, das war hart. Das war richtig hart. Das war hart. Wisst ihr, wie lange ich schon für die Makanus arbeite? Ja, bla bla bla, jetzt für dich. So muss es sein. Ja, irgendwie habe ich schon viele Bosse nicht mehr übernommen inzwischen, aber scheiß drauf. Die sind sowieso alles weißen Hasser, schwarzen Hasser. Was soll ich auch mit denen? So, wem geben wir das jetzt? Entweder geben wir das Cassandra, da bekommen wir Fahrzeugpanzerung. Das ist natürlich nicht schlecht eigentlich. Was bekommen wir? Oh, hier bekommen wir Turbolader. Oh. Ach was, die Reifen und Fahrzeuge sind jetzt völlig schussig. Das ist natürlich auch geil, aber ich finde Vito schon wieder am geilsten, weil das schon wieder Power hat. Geschwindigkeit ist immer ganz cool. Ich mag es gerne. Aber, naja. Die anderen nehme ich schon auch noch. Wir haben ja noch mehr Gebiete. Das nächste kriegt dann wahrscheinlich Berg, weil Cassandra ist einfach das Uninteressanteste einfach für mich. Von den drei Sachen. Aber naja. Ich glaube, der nächste ist auch direkt um die Ecke hier. Da dürften wir ja nicht weit hin haben. Und dann... Blaue Autos ohne Rost, ohne Rost. Das ist eigentlich nur Cassandra mit den Rostlauben, glaube ich. Viele Männer hier, sonst habe ich nicht so viele gesehen. Naja, gut. Nach meiner Ausmusterung da bin ich rumgezogen, ungefähr 3 Monate. Hab hier und da rumgejobbt, bin auch schon mal wegen der Schlägerei verhaftet worden. Dass ich in ein Seminar gehen will, Priester werden und so, das war schon irgendwie klar, hat dann aber doch noch gedauert. Nach dem Seminar machte Bischof Jenkins mich zum Leiter eines Heims für farbige Jungs. St. Michael's hieß es. Vom ersten bis zum letzten Tag war dieses Waisenhaus ein Drecksladen der übelsten Sorte. Aber ich war gern dort. Ich habe den Kids so gern geholfen. Und jetzt helfen wir uns selber. Deine Hilfe war nicht ausreichend. Entspannt zurücklehnen. Ja, genau. Wir lehnen dich mal entspannt zurück und wir geben dir eine schöne Massage. Komm mal her, ich gebe dir eine schöne Massage. Ist die nicht schön? Hä? Kann ich dich nicht treffen? Ach, das ist einer von unseren Jungs, ne? Ups. Unser nächstes Ziel ist nicht allzu weit entfernt. Und zwar ist das nächste Ziel dann jetzt der Schwarzmarkt. Ja, da gibt es bestimmt viele Schwarze auf diesem schwarzen Markt. Dass sie sowas, sowas Eigenes haben, das wusste ich ja gar nicht. Dass die Schwarzen einen eigenen Markt haben. Oder ich verstehe einfach nur falsch, was damit gemeint ist. Na gut. Durchschaut. Da sind schon wieder Cops. Wo sind sie? Hä? Ach da, in der Ecke, gut. Aber siehst du, wir fahren um die Ecke und was machen sie? Sie bemerken uns. Warum bemerken sie uns? Weil wir schwarz sind. Das ist immer dasselbe. Schwarze Jungs. Hier noch rum und dann irgendwo hier. Da, die coole Tür oder was? Steig mal aus. Tu es. Sei so brav. Danke, Linke. Und rein ins Vergnügen. Ejo, das ist meine große Waschmaschine. Da kann ich Omas Unterhosen drin waschen. Auf jeden Fall. Mister, Mister, ich brauche diese große Waschmaschine, sonst kriege ich die Unterhosen meiner Oma nicht untergebracht. Purdue? Grand Purdue. Gefällt Ihnen der Laden? Ich denke drüber nach, Ihnen... Okay. Und was haben Sie mit Marcanos Organisation zu tun? Mein Freund, ich besitze und leite Kaufhäuser. Aber bei dieser Wirtschaftslage, naja, da habe ich viel überflüssiges Inventar.
Kleidung, Elektronikartikel, Sie wissen schon. Ein alter Freund, Artie Higgins, sagte mir, Grant, ist doch alles versichert. Lass dir den Plunder von mir abnehmen. Sie ließen sich also beklauen? Ja, meine Trucks. Sollte nur ein einmaliges Geschäft sein, aber verdammt, Artie hat einfach nicht aufgehört. Ich kann das nicht mehr weiter durchziehen. Wohin bringt Artie die Trucks? Hat er mir nie verraten, aber als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, hatte ich den Eindruck, als wollte er sie bei jemand anderem abladen, bei einem, wie nennt man das, einem Hehler. Grant, wenn ich ihre Sachen finde, gehen die sicher in Flammen auf. Tun Sie, was Sie tun müssen, um Artie das Handwerk zu legen. Meine Versicherung hat mich rausgeworfen. Sie sagt, ich sei ein Risikokunde. Ist das frech? Aber wenn Sie mir diesen Truck zurückbringen, sind doch ein paar Mäuse für Sie drin. Artie hat in South Downs ein paar Männer, die für ihn arbeiten. Diebe, alle miteinander. Mal sehen, was ich machen kann. Und Sie tauchen so lange erstmal ab. Wirklich, du solltest prüfen, was Artis Jungs über meine Trucks wissen. Aha, es ist völlig nicht verständlich, warum du ein Risikokunde für die Versicherung bist. Kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Oh, da haben wir ein paar neue. Da sind ein Kill-Auftrag. Ich weiß nicht warum, aber er sagt ihm, ja, hier, der hat ein paar Trucks geklaut und wir wissen auf einmal 6 Positionen, wo irgendwas zu tun ist. Voll seltsam, aber naja, gut, wer weiß, vielleicht haben wir ja übernatürliche Kräfte oder sowas. Eine Kirche oder so? Sieht so aus wie eine Kirche, aber ist wahrscheinlich keine. Unbefugtes Betreten, Hehler-Flohmarkt, interessant. Okay, da kann ich einen töten. Und da kann ich irgendwas kaputt machen. Kaputt machen ist immer gut. Ist nicht mehr bemerkt worden. Ups. 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 Ich habe keine Munition mehr, gar nicht. Ja, gut, das lief jetzt. Oh, scheiße. Scheiße, lauf. Hinter die Mülltonne. Hinter die Mülltonne, hab ich gesagt. Das lief jetzt nicht so vorteilhaft für uns. Aber naja, gut, ist ja nicht so schlimm. Na gut, so geht's auch. Wir haben ja tot. Haben keine Munition mehr, aber egal. Irgendwo läuft ja noch einer einzeln rum. Dann nehmen wir uns die Waffe gleich nochmal mit. Das Geld nehmen wir auch nochmal mit hier. Zack, zack. Haben wir noch mehr Geld irgendwo anscheinend? Da läuft noch einer mit Waffe rum. Er steht nur blöd rum. Da wirft einer flammige, schöne Cocktails auf uns. Aber treffen ist nicht so sein Ding anscheinend. Wir treffen dafür besser. Dann holen wir so ein bisschen Geld ab hier. Zack, zack, zack. Dann haben wir noch was wir kaputt machen können. Ah, egal. Die schießen auf uns. Aber es ist nicht so wichtig. Ist nicht so schlimm. Ist kein Problem. Oh. Jetzt ist doch schon wieder ein Problem, weil wir fast tot sind. Scheiße. Ja, lad nach, aber lad doch nach, ist mir doch egal, ich töte dich trotzdem. Sag dem Arschloch, gute Nacht. Wo ist er? Ah, lol. Ups, falsch. Oh, ich bin nicht so gut im Treffen gerade. Oh, habt ihr das gesehen? Der ging voll in die Eier. Ich fühle mit dir, Freund, aber... Alter, das hat bestimmt weh. Aber es tut mir leid, ich habe nichts gegen dich, aber Job ist Job, mein Freund. Job ist Job. Ein Eckhart Champion. Der Wagen für einen echten Champion. Den müssen wir fahren. Wir sind schließlich echte Champions, weil wir sind Lincoln Clay und uns gehört die ganze Stadt. Ich weiß, den Slogan kann man inzwischen schon gar nicht mehr hören, aber er ist so toll. Er macht mich so fröhlich und so glücklich. Viele rote Männer auf einen Haufen. Das kann ja nur eine Schwulenparty sein da. Da müssten wir eigentlich mal hingehen. Vielleicht finden wir einen warmen Bruder für uns. Habt jetzt keine falschen Gedanken von mir. So, nächste Position. Wieder einen töten. Gucken, ob wir da mal ein bisschen silent daran kommen, weil wir haben immer noch keine Munition. Na, Baby. Er wollte einfach mal Hilfe rufen.
Oh, oh, oh. Lauf, 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 nicht sterben. Oh. Das war knapp. Das war sehr knapp. Aber wir sind weg. Wir sind weg. Hier gibt es ein elektronisches Teil. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Na cool. Sie sind alle weg. Und wir stehen hier und können in Ruhe alles kaputt machen. Warum nicht? Ganz chillig. Weil uns fällt ja keiner auf. Oh, what? Kaputt ist auch alles. Das Lauf. Lauf, 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 lauf doch. Dein Ernst? Willst du mich verarschen? Wir sind tot. Heute läuft bei mir. 2 Aufnahmen und 2-mal, 3-mal tot. Heute werde ich schlecht schlafen. Richtig schlecht schlafen und ich habe so viel Geld verloren. Und warum sind das so große Karten? Was ist das für eine Scheiße? Das deprimiert mich jetzt schon wieder sehr. $12.000 haben wir verloren. 12 fucking 1000 Dollar. Oh, Baby. Wieso gehst du mir fremd mit diesem Schwanzlutscher? Oh, du warst da gar nicht meine Frau. Ja, ja, ruf mal die Polizei. Du warst da gar nicht meine Frau. Tut mir jetzt leid, dass du jetzt tot bist, aber ich habe einfach so viel Kraft, dass ich dich nur schubse und du stirbst. Da kann ich echt nichts für. Das tut mir wirklich very, very, very much leid. Deutsch-Englisch hier. So, dann gehen wir mal zu dem nächsten Schwarzmarkt, wo wir hoffentlich nicht sterben. Weit ist das Ganze ja nicht, 200 Meter und dann sind wir auch schon da. Ich wurde übrigens gerade gefragt, ganz oft schon wieder, ob ich nur Mafia 3 spiele. Ich habe das schon mal gesagt, glaube ich, aber ich sag's nochmal. Ja, momentan spiele ich nur Mafia 3, aber ab dem 11.11., also eine schöne vierstellige Zahl, kommen 3 oder 4 neue Spiele raus. Dishonored 2, Dead Rising 4, Watch Dogs 2, jetzt kommt Skyrim Remake raus, also da werde ich viel mehr spielen. Das ist jetzt nur gerade, diesen Monat ist einfach nichts Interessantes dabei, so großartig noch. Und ich habe ja auch gerade erst angefangen. Von daher, es kommt noch viel. Also es lohnt sich auf jeden Fall, mir ein Abo dazulassen, wenn euch das hier gefällt, weil auf jeden Fall noch mehr kommt und sicherlich auch was, was euch spielemäßig interessiert. Nein, nicht wieder abbauen. Ich habe keinen Bock, dich wieder hinterher zu kommen. Was war das denn jetzt? Die schießen auf mich. Mach doch schneller. Oh. Das kann doch nicht sein, ne? Ich will ihn jetzt befragen, ohne ihn durch die Gegend kutschieren zu müssen. Mein Gott, nochmal. Habt ihr das gesehen? Wie geil das war. Doppelkill ohne Probleme, wieder umdrehen zurück. Der Boss hat fette Beute gemacht und will sie verschwinden. Alter, klingst du scheiße. Hört ihr ihn? Er klingt wie so ein Frettchen. Aber wenn wir ihn annehmen, kriegen wir 4000 obendrauf, ansonsten nur 2, deswegen schlagen wir ihn K.O. und dann passt das. Geld. Jetzt haben wir auch noch Geld. Nehmen wir alles mit. Fehlen noch 30.000, aber die großen Dinge haben wir noch gar nicht gemacht. Irgendwann haben wir noch einen roten hier. Eierschuss. Und, oh, ei, der war gut. Voll den Nutshot und dann nochmal schön in die Fresse klatschen. Und hier irgendwo ist ein elektrisches Teil. Das nehmen wir gleich mit. Das dürften wir theoretisch, jetzt haben wir wieder 3, auch wieder eine Kiste öffnen können und ein bisschen mehr hören können in unserem Geschehen, in dem Geschehen unserer Stadt. Da ist auch gleich eine kleine Box, dann werden wir doch mal gucken gehen. 90 Meter ist das Ganze und dann können wir mal wieder ein bisschen lauschen heute. Ein Einkaufswagen, ich möchte einkaufen gehen. Einkaufen gehen. Wie, was habe ich in der Hand? Was soll ich sagen, Alter? Jetzt mal da unten. Ja, ruf die Polizei, ist mir egal. Ich bin eh schon weg, bis sie da sind. Ist das eine Tür? Ist das hier eine... Na, ich wollte gerade sagen, ist doch keine Tür. Ja. Ach so, wieder hier Farbe. Okay, ein männlicher Schwarzer. Hier wieder Rassisten. Okay, weiß ich Bescheid. Läuft bei euch. Echt mal. So, hier haben wir wieder eine kleine Kiste. Öffnen wir das Ganze mal. Profimäßig Schlossknacker hier wie immer. Sowieso. Was glotzt du mich so an? Hm? Was glotzt du so? Guckt ihn euch an, wie er mich anglotzt. Hey du. Du machst den Leuten ja Angst, Junge. Aha. Ist das so? Halt's mal. Ach, kann ich das nicht? Ich glaube nur, dass ich das kann. Ich kann euch alle niedermetzeln, ist kein Problem.
Oh, hast du das nur im Rücken? Oh, ihr könnt mir alle nicht entfliehen. Wenn ich Bock habe, töte ich euch alle. Ich schieße euch alle nieder. Ist kein Problem. Weil ich bin ein Psychopath. Und Psychopathen machen sowas nun mal. In die Beine, in den Rücken, in die Köpfe. Und ihr könnt mir alle nicht entkommen. Ich bin der Chainsaw Massakerer. Nur ohne Kettensäge. Oh, voll in die Ferse. Und ins Bein. Und ins Bein. Und in den Arsch. Und ins Bein. Seht ihr, wie ich einen voll... der miese Motherfucker, wenn der alle in die Beine schießt. Gut, ich habe mich wieder gefangen. Alles in Ordnung. Elektrische Teile, die nehmen wir da schon mal mit. Eine Kugel haben wir noch, die schießt man auch noch weg. Dann haben wir auch keine Munition mehr. Weil das so toll ist ohne Munition. Ist klar. Und was passiert? Nix. Ich habe einen Umkreis von der Polizei. Keiner kommt, um mich zu holen. Da ist ein blaues Heftchen oder sowas. Was ist denn das? Hey, Kollege. Was geht? Hast du einen Koffer? Jetzt hab ich einen Koffer. Also ich habe keinen Koffer, aber du hast ihn auch nicht mehr. Passt, ne? Bist du zufrieden mit? Ein Heftchen. Wie kommen wir da rein? Da. Hey, ist hier jemand? Wer hat mein Heft geklaut? Hm? Oh yeah, ein neues Heft. Oh, ein Bunny-Schneehäschen im Schnee. Wie niedlich. Hey du. Was macht meine Frau an? Oh, du bist gar nicht meine Frau, tut mir leid. Dein Ernst? Jetzt mal ganz ehrlich, Frau, ich hab da gerade deinen Mann erschossen. Hallo? Deinen Mann erschossen und du gehst einfach so weiter, hallo? Das kann ich nicht dulden lassen. Du kannst doch nicht einfach deinen Mann da irgendwie erschießen lassen und dann gehst du einfach weiter und denkst dir so, oh, egal. Ich finde nächste Woche schon 9 Mann, ist kein Problem. Ich geh einfach in die Schwulenbar. Die mein Mann, oh mein Gott. Gut, dann sind wir jetzt raus aus dem Polizeikreis, entkommen hier auch und dann werde ich hier jetzt auch mal einen Cut setzen. Jaja, bla bla, du mich auch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand ziemlich viele sexistische Sorten drin. Ich hoffe, das war euch einfach nicht zu viel. Und wenn das nicht so war und ihr wollt noch mehr, dann gebt mir doch ein Abo. Ich würde mich so freuen. So freuen. Und wenn ihr eine Kritik habt oder Verbesserungsvorschläge, würde ich mich auch super über einen Kommentar freuen. Ich beantworte sie nämlich alle. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Euer Rake.